Fred von Fettspielen und ich begrüße euch zur 7. Partie Age of Mythology. Heute sind wir wieder in der Kampagne unterwegs. Beim letzten Mal, das war glaube ich Folge 004, habe ich ja die Kampagne angezockt und sehr viele positive Reaktionen bekommen. Deswegen denke ich, werde ich das mal immer wieder einstreuen, viel Multiplayer, aber auch mal hier und da wieder ein bisschen Kampagnenfortschritt, damit ihr dann sofort seht, was dann ein Multiplayer-Game wird und was ein Einzelspielerspiel ist, werde ich die Kampagnen-Thumbnails, also die Screenshots, die ihr immer seht bei den Age of Mythology-Videos, die werde ich dann einfach schwarz-weiß machen. Also die Kampagne in schwarz-weiß versus dem farbigen Multiplayer-Game. Und wir machen jetzt also weiter. Zweites Kapitel Konsequenzen. Kamos, der Minotaurus, hat den entwendeten Dreizack zu seinem Inselstützpunkt gebracht, doch Akanthos steht schon bereit, um mit ihm abzurechnen. Also Akanthos ist und bleibt unser Held. Den haben wir ja schon beim letzten Mal in Aktion gesehen. So, und jetzt sehen wir Schiffe in Aktion. Vielleicht bedürfte es wirklich nur dieser Mission, um Poseidon zu besänftigen. Piraten! An Backbord! Und uns zu Kamos zu bringen. Bogenschützen! Fertig machen zum Kampf! Sie werden dafür zahlen, Poseidon beleidigt zu haben. Und Atlantis. Alles klar. Dann werden wir hier mal loslegen. Ein paar Bären sammeln. Ins nächste Zeitalter können wir erst, sobald wir einen Tempel haben. Häuser brauchen wir gegen den Supply Block. So, Tempel wird gebaut. Das sind unsere Krieger mit Akanthos am Start. Unser Held in diesem Spiel. Ich gucke hier oben immer wieder hin. Da sehen wir ja die untätigen Dorfbewohner. Soweit habe ich das auch schon gelernt, das Spiel, ja. Dass das durch ist. So, 400 Nahrung brauchen wir. Das ist ja kein Problem. Wir haben jetzt ja schon fast 1300 Nahrung. Dann sollten wir das auch hinbekommen. Gleich in nächste Zeit zu kommen, sobald der Tempel fertig ist. Das ist jetzt der Fall. Heißt neue Zeit. Mit Ares am Start. Die zwei beten sich einen Wolf. Und ich schau mal, wie es weitergeht. Erstmal ins klassische Zeitalter voranschreiten. Und die Insel entdecken. Dann gehe ich hier doch ein bisschen weiter. Dann machen wir das mal eben. Mit Pegasus können wir natürlich auch sehr gut entdecken. Habe ich in den vielen Multiplayer-Partien auch wirklich schätzen gelernt. Pegasus, toller Speer. Sehr, sehr schnell. Fliegt durch die Lüfte. Ja, den können wir hier einmal rundum schicken. Leckere Schweinchen gibt's hier. Für diejenigen, die Schweinefleisch essen, wird das hier ein richtiges Festmahl. Hier habe ich ja auch schon ein paar entdeckt. Das ist ja ganz interessant, dass es hier auch ein bisschen Abwechslung gibt. Wir haben Hühnchen, Schweine, Rehwild, die hier gerade Igel jagen und kleine Mäuse fressen, was Rehe eben so tun. Und hier sehe ich Gegner. Ein paar Piraten. Ah, schön. Aus einem Schiffswrack gerade Gold und Holz geborgen. Das kommt gut. So, was gibt's jetzt zu tun? Erstmal erkunden. Machen wir. Ich kann ja trotzdem schon mal... Oh doch, wir sind gleich weiter. Oh, hier gibt es ein Piratenschiff, welches wir hier vom Land aus angreifen können. Mit unseren Bogenschützen. Oh, da verlieren wir jetzt aber doch ein, zwei. Ich glaube, da komme ich dann doch zum anderen Zeitpunkt wieder, wenn ich doch etwas mehr Einheiten habe. Dafür können wir jetzt Sorge tragen. Und man muss bauen. Zum Beispiel eine Schießanlage mit Bogenschützen wird das dann ja auch ein bisschen besser gehen. So. Pegasus lebt noch. Das ist schön. So, eine Armee ausbilden, das Dorfzentrum der Piraten vernichten. Hopliten soll ich bauen und Toxoten. Das kriegen wir hin, würde ich sagen. Hier können wir schon mit den Toxoten beginnen. Und in der Militärakademie kann ich dann weitermachen. Und
Gegen den, wieder den Supply-Block quasi. Noch ein paar Häuser. So, mein kleiner Trupp ist wieder da. Pegasus fliegt auch noch durch die Lüfte. Hier sehen wir das Dorfzentrum, welches es zu besiegen gilt. Da würde ich mir aber schon doch lieber noch eine kleine Armee zusammenbauen. Ein bisschen mehr, sonst wird das ja nichts. Das kriegen wir schon noch hin. So, Pegasus darf noch ein bisschen weiter umherstreifen. So. Also, Supply habe ich genug. Jetzt kann es losgehen. Und Zyklop mag ich ja besonders gerne. Obwohl, eigentlich finde ich die Hydra am coolsten. Das habt ihr ja schon in den Online-Partien mitbekommen. Ganz großer Fan der doppelköpfigen Kreatur. Mehrfachköpfigen eigentlich. So, hier sehen wir die Piraten in ihrem Dorfzentrum. Also, die sind ein bisschen bewacht, aber nicht so stark. Gerade an dieser Flanke sind nur zwei Speerkämpfer da. Könnte ich eigentlich gut zum Dorfzentrum vorpreschen. Ich spiele hier nochmal ein bisschen anders aus, von der anderen Seite. Also vom Hafen dann eher nicht, denn die Schiffe waren jetzt doch ziemlich stark, muss ich sagen. Haben es ja auch geschafft, hier ein, zwei meiner Einheiten zu vernichten. Was sehen wir hier? Ja, oh ja, hier sind auch ein paar Einheiten, aber das sind ja Axtkämpfer nur, okay. Aber immerhin, Axtkämpfer, Schleuderkämpfer, also doch, die werden wahrscheinlich, egal von welcher Seite ich komme, werden die mich auf jeden Fall angreifen. Also ich sollte schon dafür Sorge tragen, dass meine Armee so groß ist, dass sie mit diesen kleinen Truppen, dass sie damit schon fertig wird. Tja, dann werden wir unser Bestes geben, damit das auch der Fall sein wird. So, vielleicht können wir auch gleich mal hier eine Waffenkammer bauen, um ein paar Upgrades zu machen. Das auch nie verkehrt. Jetzt haben wir erstmal den Überblick erhalten. Also wir sind im Bilde. Das ist ja auch schon mal gut. Sehen. Ja, trotzdem, ich würde ungern vom Wasser auskommen. Da haben nämlich noch die Schiffe als Ärger. Wenn wir jetzt von hier vorne kommen, sind wir direkt beim Dorfzentrum. Es können nur die Landeinheiten kommen. Also das wird so mein Plan sein. So, dann wird das doch auch ganz gut. Ja, und Pegasus ist fertig. Mit seiner Spähaktion. Den kann ich einfach mal hier oben ein bisschen lassen. Wird er weiterhin auch unser Auge sein. So, hier brauche ich mehr Glauben, mehr Gunst. Das kriegen wir hin, indem wir hier einfach mal ein paar Dorfbewohner noch hinschicken. Ja, und da könnte ich hier vielleicht auch mal ein Lagerhaus bauen für das Gold, was wir dort abbauen könnten. Holz ist ja hier auch noch am Start. Perfekt. So, Pegasus. Schauen wir mal, wie wir die Piraten hier am besten erledigen. Er bleibt einfach mal in Sichtweite. So, hier haben wir bei den Zyklopen die Tanks. Die können vorne weg. So, hier nochmal die Upgrades. Apropos Upgrades, hier können wir auch was machen. Brauchen ein bisschen mehr Gold. Aber da habe ich jetzt ja auch erstmal welche hin. So, zwei Helden gibt es auch noch. Die haben sich hier versteckt. Aber ich werde sie noch finden. So, Gold ist gerade ein kleiner Mangel. Ich könnte vielleicht Holzfäller zum Goldhacken motivieren. Holz habe ich nun wirklich gerade genug. Ist jetzt auch für die Upgrades nicht so wichtig. Ihr seht es ja selbst. Ist jetzt sehr nahrungsintensiv. Nahrung ist halt auch nochmal eine Geschichte. Machen wir gerade auch nicht. Deswegen könnte ich ja mal mich um die Tiere kümmern, die sich hier freundlicherweise versammelt haben. So, und dann kommen wir langsam dahin, wo wir hinwollen, würde ich sagen. So, ein paar Toxoten, die kosten keine Nahrung. Das ist natürlich sehr praktisch im jetzigen Zeitpunkt, da Nahrung etwas knapper ist. So, und ich kann natürlich auch mal ein oder andere Feld bauen. Dann hätten wir das auch erledigt. So, das gehen wir hin. Das Upgrade hätte ich eigentlich auch noch gerne, aber wir können es ja schon mal ein bisschen zusammensammeln. Also es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich kann mal kurz hier reingucken, ob sich hier die Armeen etwas vergrößert haben. Ich schaue mal hier an der
Oh, die sind gerade in der Vorwärtsbewegung. Aber auch leicht abgelenkt, weil sie von der Seite kommen wollen. Vielleicht kann ich da ja mal einfach mein Glück versuchen. So, Bogenschützen in die 2, Nahkämpfer in die 1. Ah, da kommen sie auch schon. Na dann, möge der Krieg beginnen. Schön mit den Bogenschützen hinten, die den Schaden verteilen. Da kam ordentlich was runter. Schon ein richtiger kleiner Pfeilhagel gewesen. Sobald haben wir 200 nach und dann können wir dort weitermachen. Mit Upgrades Pegasus hält die Stellung. So, Upgrade ist auf dem Weg. So. Dann wollen wir mal schauen, ob wir es hinkriegen, diese Quest zu erfüllen. Das Dorfzentrum zu eliminieren mit unserer kleinen Armee. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg. Was soll ich zum Nachhinein haben? Vielleicht zu Klug noch ein bisschen weiter upgraden. Aber ja. So. Machen wir die Häuser auch nochmal platt. Also übrigens das mittlere Haus, was uns hier so im Weg steht. Das geht jetzt eigentlich ganz gut. Ach, machen wir das nächste auch nochmal. Wenn wir schon mal gerade hier sind. Jetzt müssen wir schon aufpassen, denn dort schießt das Dorfzentrum bereits mit den Pfeilen auf uns. So, jetzt rauf, die Pest auf die Region, damit hier kein Nachschub kommt und alles aufs Dorfzentrum. Hoffen wir mal, dass das klappt. Guck mal, das ist auch ein Bogenschützen, das heißt, die kommt mal in die zweite Gruppe. So, Fiddle ist down. Tja. Die Piratenbande ist gerade unterwegs zu uns, das heißt, sie kann dort nicht das Dorfzentrum deffen. Das ist natürlich super. Ich habe nämlich jetzt die Möglichkeit, hier einfach durchzumarschieren, keine Verteidigung am Start. Hier trotzdem mal die Dorfglocke läuten, damit wir uns selbst auch noch ein bisschen deffen. Hier ist aber nichts der Fall. So, stellen Sie Kamos den Minotaurus und greifen Sie ihn an. Wo ist er denn? Da ist er ja. Na komm, dich kriegen wir jetzt auch noch. Würde ich sagen. Und hier, yep, haben wir unsere Siedlung auch noch gesichert. Und jetzt der epische Kampf gegen Kamos, den Anti-Helden. Oh, cool. Hier ist Akanthos, unser Held. Der muss natürlich mitmachen. Und das war's wohl auch schon. Sie haben gewonnen. Sehr, sehr gut. Wir schauen uns noch die Sequenz an. Und werden sehen, was Akanthos zu diesem grandiosen Sieg zu sagen hat. Das nächste Mal, Akanthos, euer Glück hält nicht ewig und ich werde Zeuger sein. Euer Kopf wird an einem Mast baumeln, Atlanta. Oh. Oh, ich dachte, er stürzt in den Tod, aber nein. Mindestens eins von Poseidons Kindern ist immer noch auf Seiten unserer Feinde. Ladet den Dreizack auf das Transportschiff. Es soll umgehend nach Atlantis zurückkehren. Immerhin, solange der Dreizack wieder in unserem Besitz ist, können wir das hier auch als erfolgreich ansehen, würde ich sagen. Und freuen uns schon auf das nächste Mal in der Kampagne. Dort geht es weiter mit nur die Oberfläche, dem nächsten Kapitel. Bis dann, euer Fred von Fettspielen.